Jürgens Gedanken zum Tag. Love in Action. Das Wort Liebe taucht heute ständig und überall auf. Wir lieben diesen neuen sozialen Mediatrend, aber ebenso das Restaurant, in dem wir gestern gegessen haben. Wir lieben die Sonne, aber ebenso das neue Album unserer Lieblingsband. Liebe beschreibt so viele Dinge: unser Verhältnis zu unserer Familie, unserem Partner, unseren Kindern, aber auch das neue Outfit, den Lippenstift. Oder einen besonderen Duft. Das kann ganz schön kompliziert sein, denn für alles benutzen wir ein und dasselbe Wort. Liebe in unseren heutigen Zeiten kann alles bedeuten, von tiefen, ehrlichen Gefühlen bis hin zu einer kurzen Attraktion unseres Auges. Wenn ich mir die Bibel anschaue, dann ist Liebe dort nicht so etwas Beliebiges. In 1. Johannes 3, 18 zum Beispiel heißt es: Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Liebe zeigt sich nicht nur in Worten oder in unseren Gefühlen, sondern in unserem Tun, in unserem Handeln. Nicht das, was wir beabsichtigen oder was wir sagen, gibt der Liebe einen Sinn, sondern das, was wir tun. Unsere Partner brauchen mehr als nur ein "Ich liebe dich". Sie brauchen uns an ihrer Seite, wie wir sie an unserer Seite brauchen, als Zuhörer, Helfer, Vertraute, beste Freunde. Unsere Kinder brauchen mehr als ein "Ich liebe dich". Sie brauchen uns als Behüter und Beschützer, als Trost, als Vorbilder. Unsere Nachbarn brauchen mehr als ein Winken, wenn wir sie auf der Straße sehen. Sie brauchen uns als einen Freund und einen, auf den sie sich verlassen können, wenn sie Hilfe brauchen. Unsere Freunde brauchen unsere Zeit und unser Vertrauen. Unsere Geschwister in der Gemeinde brauchen mehr als einen netten Segensgruß. Sie brauchen uns als Geschwister, die ihnen helfen, im Glauben zu wachsen, die mit anpacken, wenn es nötig ist, die mit Gebet, Gaben und Zeit da ist. Und ist es nicht die Art, wie Gott uns begegnet? Was würde es uns nutzen, wenn er vom Himmel herab zurufen würde: Hey, Erdenbürger, ich liebe dich. Wir ihn aber ansonsten nicht erleben würden. Liebe ist Liebe in Aktion. Love in Action. Liebe ist mehr als freundliche Worte. Liebe bedeutet Aufopferung und Versorgung. Jesus ist am Kreuz gestorben. Das ist die absolut höchste Form von Liebe, das größte Opfer und das größte Geschenk, das er geben konnte und das uns daran erinnert, wie tief und wie ehrlich Gott uns wirklich liebt. Ich möchte dich heute ein Stück herausfordern. Überlege dir einmal, wie deine Aktionen, deine Handlungen lauter sprechen können als deine Worte. Wem kannst du dienen, helfen oder geben, was er braucht? Wie kann die Liebe von Jesus, die in dir lebt, für einen anderen durch dich sichtbar werden? Sei gesegnet. Und Gudrun Zedek schreibt: Gib, was du hast an Liebe in einem freundlichen Wort, einem unverhofften Lächeln, einer guten Tat, und du bringst Freude in diese Welt.